Hallo, seid gegrüßt. Hallo, seid gegrüßt. Wir sitzen hier sehr in die Ecke gedrängt. Ja. Ein Bild, das euch vielleicht in ähnlicher Form bekannt vorkommt von vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so. Ja. Da saßen wir auch etwas eingeengt. Nur damals war das alles viel hübscher. Und ich muss sagen, ich schäme mich ein wenig, damit jetzt vor die Kamera zu treten. Aber das war alles sehr knapp. Ich habe die letzten Tage, 1,5 Wochen habe ich nur gearbeitet hier an dem Geschenk von Jenny gebrasselt und wollte dann eigentlich, als ich hier war, schnell noch Geschenkpapier kaufen. Aber wir waren noch bei Jennys Mutter oder bei Jennys Eltern ein Essen und dann hatten die Geschäfte zu und Jennys Mom war so nett und hat mir von sich noch ein bisschen Geschenkpapier gegeben. Das passte jetzt nicht ganz, weil ich habe hier unterschiedliches Geschenkpapier, kein Schleifchen und so. Also das frustet mich schon ein bisschen, weil ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr unsere Videos verfolgt, dass ich mir normal mit dem Geschenke verpacken immer sehr viel Mühe gebe. Diesmal sieht das alles etwas hingekleckst aus. Das gleiche auch mit der Karte. Die ist diesmal nicht besonders berauschend, weil ich war fertig am letzten Tag quasi mit dem Geschenk und dann fiel mir noch ein, Scheiße, du hast die Karte vergessen. Also musste ich noch ganz schnell was machen. Und also mich stört das ja alles nicht mit der Verpackung, weil ich selber kann ja auch nicht Geschenke verpacken. Von daher, für mich zählt der Inhalt und von daher, mich stört das überhaupt nicht. Und mit der Karte, naja, ist doch egal, wenn er so lange für dieses schöne Geschenk gebraucht hat. Falls es schön ist, das ist dann auch noch so eine Sache. Ich bin ja nicht sonderlich glücklich bisher. Hoffe, dass Jenny das gefällt, was ich gemacht habe. Das Blöde ist, wir haben hier diese große Kiste hier. Und deswegen sitzen wir hier eingeengt, weil Jenny muss das von dieser Seite wieder auspacken. Aber ich habe ja noch so eine zweite Kamera, dann filme ich das nochmal von hier. Ja, so. Aber ich fange mal mit der total hässlichen Karte an. Die total hässliche Karte, jetzt ganz schnell, ja. Moment, zusammengeschustert ist. Ja, und das ist doch nicht hässlich. Moment. Wow. So. 1000 scharfe Bisse zum Geburtstag. Ja, ich hatte gerade noch eben halt die Fotos auf der Platte und habe ich gedacht, mach ganz schnell irgendwas. Von ganz besonders süßem Blute, das hält auf ewig frisch. Naja, wenigstens optisch. Ist doch mega. Guckt mal, wir sind blau. Boah, ja. Aber es sieht voll gut aus. Die ist doch voll hübsch. Dann mache ich jetzt auch und guck, was da so steht. So, jetzt liest Jenny erstmal eine Stunde. Ja gut, da ist jetzt nicht so viel. Nein? Na gut, ich antworte drauf. Ich liebe dich auch. Ja? Ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich muss nicht so viel schreiben, weil Jenny ist sowieso schon die ganze Zeit wieder hibbelig und will auspacken. Und er gibt mir ja auch nie Tipps, ich bin immer am Fragen und so. Und falls ihr das Große nicht gefällt, habe ich ihr wenigstens noch ein kleines geholt. Das darf sie jetzt auspacken. Oh, oh, oh. Ja, Moment. Wir sind gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, es kommt mir gerade ein bisschen hektisch alles vor, aber wir sind jetzt gleich nochmal zum Kuchenessen eingeladen. Ich war jetzt auch gerade hier wieder noch am Brasseln, weil ich das nochmal vorbereiten musste. Jenny braucht eine Schere. Ich schaffe das so nicht. Hinter mir ist ein Messer. Ich kann das damit aber nicht. Oh. Da habe ich jetzt. Geht doch ganz einfach. Geh durch. Ah. Ich habe noch niemanden gesehen, der so lange mit dem Teppichmesser braucht, um Bällchen durchzuschneiden. Janu! Was machst du denn? Jetzt habe ich. Habt ihr das gerade gesehen, wie sie mit dem Teppichmesser geschnitten hat? So nach vorne geschoben. Ich geb das nicht mal mehr rein. Es fühlt sich nach einer Verpackung an. Was ist es? Ist es das, was ich hoffe, was es ist? Was ist es? Was hoffst du? Kriege ich eine Alice? Was? Gibt es nicht diese Alice-Figuren? Oder was anderes, ne? Das jedenfalls, da habe ich mich auch geärgert, weil die haben mir den Karton sehr verbeult geschickt. Ne. Und da zeigt sich, konnte ich den auch nicht mehr zurückschicken und so. Ich hab's richtig gehabt. Hat sie Glück, ne? Aber, wie geil. Ich hab jetzt Glück. Yay, ja, die ist mega cool. Ja, die wollte ich gerne haben. Die ist aus, die süß. Oh, ich zeige euch das nachher nochmal mit der Kamera, weil die hier ist von der Qualität nicht. Oh, die ist so hübsch. Das sind diese, wie nennen sich die? Rock Candy. Rock Candy oder so. Aber die ist so hübsch. Die finde ich so schön, die Alice. Und von oben, Karton hier, alles verbeult. Ich hätte das, ja, das ist aber okay. Nur ich hatte das so gefühlt, von der Größe her dachte ich, das ist keine Funko oder Funko Pop. Das muss was Größeres sein. Und dann musste ich sofort an die Alice denken. Und ich wollte die Alice ja auch so gerne haben. Ja, das ist schön. Danke. Das ist schön. Also über die Alice freue ich mich schon mal sehr. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. Die packe ich auch gleich mal aus. Ja. Guckt hier. Wie gesagt, wir zeigen das gleich noch mit der anderen Kamera. Die packe ich auch gleich noch mal aus und dann könnt ihr die sehen. Die ist so schön groß.
Ja. Also die Karte gefällt mir schon mal sehr gut und die Alice gefällt mir auch schon mal sehr gut. Ja, dann wollen wir jetzt mal zum Monstrum kommen. Wirklich? Ich gehe ein bisschen zurück. Ich sitze hier gerade auf diesem Kissen mit und die Füße weh. Oh. So, und ich gehe auch mal jetzt in die höhere Position. Denn ich darf jetzt ein bisschen dahinter gehen. Okay. Hallo. Ich fange an hier von der Seite. Ihr könnt mich nicht mehr sehen. Und dann fängst du am besten hier an dem blauen Papier das zur Seite wegzureißen an, wenn ich die Erlaubnis gebe. Also, wie gesagt, ich habe da sehr lange dran gearbeitet. Ich hoffe, das gefällt dir so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Wir haben deswegen auch nicht so viel telefoniert. Jenny hat mir immer so ein bisschen Ruhe gelassen dann, ne? Ja klar, weil du machst ja mein Geschenk, ne? Was denn für mich da? Dann lass ich ihn auch mal in Ruhe. Wenn der für mich arbeitet, dann ist das gut. Ja. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es ist etwas ganz anderes. Also es ist ein sehr starker Kontrast jedenfalls. Zu was? Zu was anderem. Und von daher, lassen wir uns mal überraschen. Okay, dann darf ich? Ja. Es geht los, Leute. Ihr seid genauso gespannt wie ich, denke ich. Ich darf mal vorsichtig zur Seite einfach wegreißen, so ein bisschen. Okay. Oh. Einen Moment. Ich arbeite noch dran, Leute. Ich weiß, ihr seid genervt, weil ich so langsam bin. Ich auch. Aber nicht zu viel wackeln. So. Ich sehe ein Karton. Und jetzt? Wir haben hier hinter sehr wenig Licht. Jetzt habe ich hier so, Moment, kleine Löcher gemacht. Oh Gott, ein Guckloch. Da kann man reingucken. Du kannst ja erstmal in das andere reingucken. Okay. Mhm. Ich sehe Tüll. Tüll. Oh Gott, was geht da ab? Und ich sehe irgendwie einen Bilderrahmen. Oh, oh. Ey, das ist voll cool. Ich komme jetzt auch gerade vor wie so Alice. Ich bin eine Spannerin, ne? Ja, so. Ich bin Voyeuristin. Nennt sich das so? Ich glaube schon. Und das ist so ein Ding. Da ist so ein Ding. Und das, oh Gott. Was? Das sieht jetzt schon mal mega aus. Jetzt habe ich... Weiß ich nicht. Am besten... Was soll ich tun? Machst du hier... Wupp, und das auch von der anderen Seite. Nicht auf dem Weißen, nur auf dem Braunen. So. Ja, ganz vorsichtig. Und hier unten sind auch noch... Zwei, die habe ich am Tisch befestigt, die kannst du so abziehen. Und hier unten. Bibber, bibber, bibber. So. Ich sag's euch. Ja. Und jetzt kann ich's auch machen? Bist du bereit? Ja. Willst du wissen? Ja, ja. Ja, ja. Oh, wir müssen noch so den Moment zelebrieren. So. Zelebration, Zelebration. Celebration hier. Ach, ich meine, die anderen Geschenke kann ich ja sowieso nicht mehr toppen. Und von daher... Sehe ich dann sofort alles? Jetzt siehst du alles. Jetzt geht's okay. Los. Dum, 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 dum. Gut, dass wir Licht haben hier. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ein Himmelbett! Guck, was ist das denn geiles, bitte? Guckt euch die Scheiße an. Ich wollte schon immer mal so ein geiles Mega-Himmelbett haben. Es ist ein Schlafzimmer-Diorama. Ein Schlafzimmer-Diorama? Oh Gott. Jenny wollte eigentlich eine Küche oder so einen Hexenraum. Guckt euch diese Scheiße mal an. Hier, da sind Alice-Bilder. Film du mal dann. Jenny darf selber filmen. Alice-Bilder drin. Guckt euch das an. Oh Gott, ich fühle mich gerade wie auf Jenny jointed hier. Guckt euch das an. Hier ist so ein Alice-Bild. Und hier sind so... kleine Fläschchen mit Edelsteinen. Da steht sie! Achtung! Oh, hier sind ganz viele G-Bilder. Guck mal! Oh, sogar G's Company-Bild! Jo! Oh mein Gott! Karten aus China, Karten aus Japan und Karten aus Mönchengladbach auf der anderen Seite. Ah, ach so, das hatte ich nicht erkannt. Ah! Und aus Mönchengladbach. Möchte aber auf der anderen Seite da auch noch. Sind wir auch noch. Ich weiß nicht, ob Jenny da nah ranfilmen kann, ob man das erkennen kann, das Bild. Nee. Ich vielleicht die nicht. Lampe ein bisschen beiseite tun. Oh Gott, ich will das aber nicht kaputt machen. Denn das Bild ist so eine nette Erinnerung. Da bin ich zum ersten Mal auf Jennys Familie getroffen und wir sitzen da so ganz schüchtern etwas auseinander, so ein halber Meter zwischen uns. Wir haben uns nicht getraut, uns näher zusammenzusetzen. Ich krieg's nicht eingefangen. Ja. Krieg ich nicht. Und hier ist irgendwie. Dieser Schrank hier, der sieht total, das ist so total so shabby-schick-mäßig. Genau, deswegen habe ich gesagt, das Geschenk wird shabby.
Das ist richtig geil. Ich stehe ja total auf so, ne? Und jetzt kommt das absolute Highlight, wo ich G drin becken werde und das wortwörtlich. Guckt euch diese abgefahrene Scheiße an. So ein Bett möchte ich ja auch in echt haben für mich, ne? Ja, und da ja beim anderen Diorama das Licht fehlt, habe ich gedacht, diesmal arbeite ich mit Licht. Ich habe auch diese Kerzen hier alle selber gebastelt. Die sehen mega geil aus. Selber einmal, also mit so Heißkleber habe ich so Tropfen auf so Uhu-Röhrchen und Multivitamin-Röhrchen gemacht und dann weiß angemalt. Unten liegen auch noch ganz viele Fotos. Guckt euch das an. Oh mein Gott, du hast sogar Riss. Riss, jetzt muss ich hier die liebe Virginia grüßen. An der Stelle, guck mal, Fotos von Riss. Ich hoffe, es geht Riss gut bei dir. So, hier seht ihr noch die anderen Bilder. Hier auch noch von Grace und G und Annie. Oh mein Gott, wie abgefahren geil ist das. Ich liebe das. Selber gemacht ist das Bett. Da habe ich hier hinten sogar einen Bilderrahmen als Rückenlehne gebaut. Boah, guck euch das an. Noch. Das habe ich gar nicht. Boah, wie geil sieht das denn bitte aus? Und die Seiten habe ich dann selber geschnitzt. Sogar so Blümchen noch drin. Ah, guckt hier. Wow. Das, was ich nicht selber gebaut habe, ist der Schrank. Den gab es so, aber ich habe die halt so angemalt. Und weil Jenny, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil sie hat mich gefragt, ach, kannst du eigentlich auch hässlich machen, also absichtlich hässlich malen? Und das fiel mir richtig schwer, diesen shabby chic Look drauf zu machen, weil ich wollte eigentlich den Schrank schön gleichmäßig weiß erst pinseln. Und ich musste mich da wirklich ausbremsen. Guckt euch das an so im Ganzen. Ich muss mal zurück. Guckt euch diese Scheiße hier mal an. Und dann habe ich hier noch so Deko-Sachen gebastelt, wie diese Schildchen und so, damit das alles schön voll steht. Das sieht aus wie diese Zimmer, wie diese Räume, die ich immer in den Magazinen hole. Ich hole mir ja immer so Magazine mit so Schick-Schick-Einrichtungen und so, weil ich da total drauf stehe. Ich finde das total hübsch und so. Und auch solche Betten und so, das ist so abgefahren. Und was man nämlich noch machen kann aus dem Bett, jetzt greif mal da hinten hinter das rosa Kissen. Was da? Nein, da hinten. Das rosa Ding da. Dahinter greifen. Oh! Weil man kann, wenn man das nämlich hier rausnimmt, dann kann Jenny sich da auch so eine römische Liege rausmachen, um die halt alle bequem zu sitzen. Wow! Das ist übrigens auch alles von mir genäht. Oben Vorhang genäht, Matratze, Kissen, Zudeck, alles genäht. Krass. So, ich glaube, ihr habt das ganz gut ein. Aber ich möchte wieder das Bettchen haben. Das Bettchen. Ja. So, das geht mal das weg. Ist, aber guckt euch das an. Guckt euch das Bett an. Das ist, ich wollte schon immer mal ein Bett für G haben. Oh mein Gott, ich muss G gleich umziehen, damit sie da reinpasst. Guckt euch das an. Das ist so schön mit dem Himmelbett. Oh, ich liebe Himmelbetten. Ich liebe Himmelbetten einfach. Ich stehe da total drauf. Guckt auch hier die Lämpchen habe ich hier am Stoff festgenäht, damit die nicht ganz so... Ach, hast du festgenäht? Ja. Sonst hingen die immer so labbrig runter. Aber guckt euch das an. So, jetzt ist G leider nicht passend gekleidet, aber das werden wir noch ändern. Ja, so, Jenny also hier, gleich im Anschluss G kann sich jetzt unheimlich glücklich schätzen, ein so schönes Schlafzimmer zu haben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, also... Gucken wir mal, jetzt müssen wir aber die Blümchen einmal kurz beiseite. Ich musste das Bett, das ist glaube ich ein Zentimeter kürzer als Ski. Sie wird da vielleicht nicht ganz gerade drin legen können. Vielleicht auch 2 Zentimeter kürzer, weil der Raum eben so eng ist. Ja, aber es geht. Auch von der Breite musste ich es ein bisschen schmaler machen. Wenn sie jetzt wirklich liegen würde, so wie hier. Also mit dem Kissen, also aufrecht. Also guck, das passt doch. Passt genau. Ein bisschen über, aber es geht noch. Nicht wirklich, das ist okay. Und wenn sie dann so chillt so... Aber es wäre sonst zu eng gewesen zwischen Bett und Schrank. So, ich kann sie aber auch so chillig da jetzt reinsetzen. Ja. Sie hat so ein schönes Schlafzimmer. Ich habe ja immer gesagt, ich wünsche mir entweder ein Hexenzimmer für G oder ein Schlafzimmer und dann wünsche ich mir noch eine Küche. Küche. Aber Küche habe ich auch, wie soll ich denn eine Küche bauen, ne? Aber vor allem so mit den ganzen Utensilien und so. So ein Schlafzimmer ist mir deutlich lieber noch, weil... Das ist so, das kann man in so einem coolen, absolut coolen Look machen, wie hier mit so einem absolut geilen Himmelbett. Übrigens hier oben, das finde ich auch total geil. Ich stehe da total drauf, auf diese Sternenhimmel nennt man das ja so, dieses Sternenhimmelvorhang. Finde ich mega geil. Erst war geplant, die Lämpchen an die Decke zu machen mit dem Netz, aber habe ich dann... Achtung, ich will sie mal zudecken. Oh mein Gott, wie geil! Guckt euch das an. Oh. Mein Gott. Ja, ich bin 33 geworden, aber ich spiele mit Puppen. Ich stehe dazu. Ich finde es einfach nur geil. So. So.
Gut. Oh mein Gott, Leute, das ist einfach nur so schön. Also ich bin happy. Wie kann man das nicht schön finden? Wie kann man das einfach nicht schön finden? Ach, übrigens sehe ich hier gerade, dass da auch noch Muscheln sind. Ja. Da sind Muscheln und ein Engel. Ich habe mich gerade gekratzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Gekratzt. Ja, also Leute, ich bin sehr, sehr happy. Ich finde das total schön. Ja, ich finde das super schön. Danke, mein Schatz. Und jetzt ist Gott sei Dank kein Platz mehr für ein Drittes. Ich bin so. Das Problem ist, ich finde die immer so mega, meine Dioramas, die ich von ihm bekomme, weil er ist ja der absolute Diorama-Master. Mhm. Und das Problem ist, ich würde die so gerne viel öfter auf Jointed zeigen. Mein Problem ist wirklich meine Wohnung. Es ist da, wo die Dioramas sind. Es ist so dunkel und ich weiß nicht, ich muss mir echt da was Neues einfallen lassen, weil auch gerade das und so und das andere, ich möchte euch total viele Videos davon zeigen und da muss ich mir noch was überlegen, aber das ist ein Luxusproblem, weil diese Dinger zu haben. Diesmal hat sie ein bisschen Licht, also kann wenigstens ein bisschen. Ja, weil diese, ja das stimmt und diese Dinger zu haben allein ist so geil und ich liebe einfach total schöne Beleuchtung, ganz viele Kerzen, ganz viel Licht und dieses Himmelbett und so. Oh mein Gott, ich hätte gerne echt so ein Bett, das ist einfach dieses Bett, das ist so geil. Oh mein Gott, ich finde das so, so, so schön. Danke, mein Schatz, das hast du super gemacht. Ja, also ich bin wieder mal happy und wie kann man darüber nicht happy sein? Er sagt ja die ganze Zeit gerade schon, woher willst du wissen, dass das ein Diorama ist, nur weil das so eine Größe hat? Das habe ich absichtlich gemacht, ich will dich ja nur verarschen. Und dann, ja, und selbst wenn, dann ist das aber nicht so schön geworden, weil, ich bin wieder mal so voll nicht zufrieden. Ich glaube, du wirst das voll doof finden und so. Und er macht das immer und dann bringt er das so absolut so realistisch rüber, dass man schon denkt, oh Gott, kann, und deswegen habe ich ihn auch gefragt, kannst du überhaupt was Schlechtes basteln? Geht das? Kriegst du das hin, wenn du dir Mühe gibst oder so? Und dann, nein. Also wir wissen jetzt die Antwort, er kann es nicht. Ja. Ja, also ich bin happy. Mein 33. Geburtstag ist wieder mal sehr schön. Ach ja, ich wollte ja die Alice noch auspacken. Oh mein Gott, ich bin gerade so aufgeregt. Ich finde das gerade so schön. Oh Jenny filmt das gleich nochmal mit der Kamera. Auch die Alice und so. Ja. Und von daher, ne? Ich werde gleich G umziehen. Das ist gleich das Erste, was ich tue. Ich werde sie gleich total da anpassen. Und dann, sie liegt einfach so gerade drin und das erwärmt so mein Herz. Ich finde das so einfach so, oh mein Gott, es ist so schön. Es ist so schön. Ach, wie man sich mit 33 noch so freuen kann wie ein Kind. Ich kann das. Ich würde sagen, wir lassen die Hübsche jetzt mal mit ihrem Diorama noch, bevor wir jetzt gleich Kuchen essen gehen. Wir haben aber erst 10 vor 12. Deswegen sagen wir dann hier schon mal Tschüss. Also, ja. Und Jenny, ich möchte euch aber die Alice zeigen. Ja, das machst du jetzt gleich mit der Kamera. Ja. Weil hier die Aufnahme schlecht ist. Ja, also deswegen jetzt sagen wir noch Aufnahmen. Die Aufnahmen bastel ich natürlich mal dazu. Ja. Ja. Dann packen wir jetzt mal die Alice aus. Auf dem schönen Diorama. Ich bin ganz vorsichtig. So. Hier. Die ist auch total süß. Also, so, die Disney Alice mag ja umstritten sein, aber ich liebe sie. Ich bin mit dem Film aufgewachsen. Ich liebe diesen Film. Ich weiß auch nicht, ob mein Alice-Fable damit angefangen hat. Ich habe keine Ahnung, aber ich liebe die Disney Alice. Ich mag die einfach. Und die ist so schön groß. Guckt euch das an. Und die hat genau diese Pose, so die ich mag. So. Und die hat so eine schöne Größe. Ich mag das. Sie steht doch. Oh, bei mir stand sie nicht. Also ich mag das. Ich weiß, ich glaube, ich will den Fuß auch nicht. Ja, aber die steht wirklich sehr wackelig. Je nachdem wo. Aber guckt euch das an. Ist sie nicht hübsch? Aber sie ist hübsch. Also, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin ein glücklicher Mensch, dass ich diesen Menschen hier an meiner Seite habe. Und ich weiß gar mit nicht, diesen hässlich eingepackten Geschenken. Das ist sowas, der hätte das auch in den Müllsack packen können. Der Inhalt zählt. Und guck mal, G sitzt da so. Also, ich beneide G gerade für dieses Bett. Das ist einfach so geil. Ich möchte das für mich in Menschengröße. Kannst du mir das in Menschengröße auch nochmal bauen? Nein. Ja, also. Danke fürs Zuschauen. Ich bin ein glücklicher Geburtstagsmensch. Und wir sehen uns irgendwann mal im nächsten Video, ne? Jetzt fange ich schon an, wie auf Jointed. Naja. Ja, ja, ne? Aber auf Jointed wird was folgen. Ihr wisst das, ne? Also. Mach's jetzt gleich. Beim letzten Mal, beim Diorama, hat es ja direkt noch hier im Anschluss gefilmt. Also das Video hatte ich mich nochmal angeguckt. Hat sie direkt nämlich, das stand noch hier, ja, als du für Jointed das gemacht hast. Das werde ich wohl auch tun, aber erst nachdem ich G umgezogen habe. Das muss ich gleich schnell machen. Ja, also. Bleibt dran und verfolgt Jointed, weil ihr wisst, dann werdet ihr das hier öfter zu sehen bekommen. Und ihr Armen. Ist,
ihr seid so glücklich. Ihr werdet mitbeglückt. Ne? Ja, also. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. So, jetzt zeige ich euch das hier nochmal mit der anderen Kamera gefilmt, damit ihr das mal besser erkennen könnt. Guckt euch das an. Also ich habe jetzt schon so Visionen, was man alles so für abgefahren schöne Videos für Jointed jetzt machen kann. Also ich weiß nicht, weil ich selber würde ja solche Dioramas nie zustande bringen. Und ich weiß, dass viele Leute das auch selber machen und so. Und wie gesagt, der Andreas ist der absolute Diorama-Master. Ich weiß nicht. Also ich kann dazu nichts sagen. Das ist einfach so Wahnsinn. Da habe ich wirklich Glück, dass der Andreas sowas kann. Und ich stehe total auf so Himmelbetten. Und diese Kerzen. Auch diese Details, so dieser Chevy-Chic-Look. Ich hole mir ja auch immer so Magazine, wie gesagt. Ich finde das so mega schön. Das sieht genau aus wie ein Raum aus dem Katalog. So, nur noch schöner, persönlicher, hübscher. Hier könnt ihr dann nochmal die kleinen Fotos sehen. Hier habe ich nämlich vorhin schon gesehen, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das sind Geishas, guck mal. So ein altes Foto von Geishas. Das hier ist, glaube ich, China. Und hier ist G's Company Bild. Ne, hier oben ist China, glaube ich. Da ist China. Zusammen mit G, weil G ist ja auch Chinesin. Kommt aus China. So. Und uns hier in der Ecke irgendwo. So. Das Alice-Bild darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier diese kleinen Edelsteinfläschchen, die habe ich im anderen Diorama ja auch hingestellt. Und hier das G-Logo. Ich liebe es. Und nochmal ein paar Engelchen. Und hier diese Bilder hier hat der Andreas auch selber gemacht. Sieht aus wie diese kleinen Blechschilder, die man immer kaufen kann. Hier auch. Aber die hat der Andreas selber gemacht. Aus Pappe, glaube ich. Jetzt nochmal so einen Gesamteindruck. Zieht euch das rein. Will nicht jeder in so einem Schlafzimmer wohnen? Okay, eher weibliche Menschen. Wobei, männliche finden das bestimmt auch hübsch, oder? Zumindest hübsch. Zumindest mal zum Übernachten bei der Freundin oder so. Ist ja ganz anders Licht aus, wenn man schläft. Und ich liebe das auch. Da bin ich übrigens auch ein großer Fan von mehreren Decken. Ich mag das, so dieser Zwiebellook im Bett. Ich stehe da total drauf. Also mehrere Bettdecken, das mag ich unheimlich gerne. Und Kissen. In meinem Bett müssen auch immer 100 Kissen gefühlt sein. So. Ach, man kann das gar nicht einfangen, so schön ist das. Guckt euch das an. Zieht euch das rein. Da fehlen einem die Worte. Da kann man einfach nichts sagen. Das spricht für sich. Ich bin gerade völlig überwältigt. Und das wird jetzt gleich hier. Ich zeige euch das mal. Das wird gleich hier in diesen Schrank kommen. Hier ist ja das andere Diorama, was ich habe. Hier ist gerade Grace auch. Das habe ich dir auch so ein bisschen weihnachtlich dekoriert und so. Und hier drunter befinden sich jetzt gerade noch Bücher. Das wird sich aber ändern, weil da gleich das Diorama, das zweite, kommt. Und dann ist das ein großes Puppenhaus. Ach, Leute, das ist ja mein Ding, ne? Also, ich würde sagen, ich mache damit jetzt weiter. Ich kann es kaum erwarten. Ihr müsst mich entschuldigen. Und ja, hier ist der Master. Hier, er hat's drauf. Hier, könnt ihr euch jetzt... Das war's jetzt aber auch. Hier am PC schreiben, Master. Ich darf jetzt nur noch aufräumen. Alles klar, dann zieht euch den Shit hier noch zum Abschied rein. Und auf.
Entschuldigung. Und auf Jointed folgt natürlich weiteres. Bis dann.